Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Na, es ist auch noch ein Stückchen hin. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Das ist zu verstehen. Ja, und jetzt? Jetzt kann man wirklich nicht rum. Ah ja. Hä? Wieso ist das voll? Ach, das ist Gewehrmunition. So. Was liegt da Schönes? Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern des Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einen Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderinnen unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen alle vorschlagen, sein Gebot anzunehmen. Kai. Das war also keine gute Idee, oder? Ne, das war wirklich keine gute Idee. So. Wie war es hier ohne Infizierte? Besser? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. So. Noch umsehen. Alles voll. Ah, alles klar. Wie sieht's denn aus hier? Voll. Ich muss mal ein paar machen. Eigentlich relativ gut. Gut. Fertig. Nein, nicht anzünden. Anzünden und wieder wegpacken. Sehr gute Idee. Da hat man noch Hunde. So, und ich sagen, gehen wir hier runter. Oder ist da hinten irgendwas? Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. I'm armed, no trespassing, we'll shoot on sight. Oh. Schieße sofort. I have gun, you loot. Nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja. Hier geht's noch rein. Wer ist fünf, als der Cordyceps kam? Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. So. Gehen wir hier mal weiter. Da leuchtet eine Lampe. Die Werkbank.
Neues. Dann an die Arbeit. So, wir haben einen 257. Jetzt haben wir die Shorty noch. Oh, Alter, wie viel. Im Bogen könnten wir jetzt auf Nachhaltigkeit holen. Uiuiui. Die könnten wir auf jeden Fall fertig machen. Das Gewehr noch weitermachen. Panzerbrecher. Ich weiß, mit dieser Waffe können eine Panzerung durchdringen. Ich glaube, ich die Schrotflinte noch besser mache. Aber erstmal das. Das ist mit dem Wichtigsten. So. Ich mache jetzt erstmal die Pistole hier fertig. So. Nachladetempo. Schussfolge, Magazinkapazität. Immer gut. Und Schussfolge, Reichweite ist noch ganz gut. So. So, das war wieder reichen. Sieht gut aus. Ja. Was gibt's hier drin noch? Zeug wieder. Eine Glotze. Hier noch irgendwas. Ja, schlecht. Ah, hier. So, dann gehen wir mal hoch. Dann sehen wir uns hier oben nochmal um. Nice. Oh, jetzt kann man wenigstens hier schön umzwitschen. Immer. Ich brauche unbedingt Schrotflintenmunition. Was ist das Schönes? Hat das Notiz? Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will von dir geschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Soll ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür, spart eure Kugeln, wenn ihr fortgehen müsst. Bewegt euch unauffällig und schnell, setze deine Grüße zu deinen Vorteilen. Bis bald, Dad. Ist die Frage, ob sie weggekommen sind. Ich brauche Pillen. Das wäre super. Wenn ich meine Gesundheit auf Maximum bringe. Auch nichts. Was haben wir jetzt eigentlich, wie viele Pillen? 85. Sieht ja ganz gut aus. Gut, dann ab runter. Und weiter. Hier waren wir jetzt also. So geht's jetzt hier weiter. Da sind Hunde. Ich glaube, die fallen mich jetzt nicht an. Die hauen eher ab. Okay. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier jetzt noch drin? Clovera. Sehr nice. 5 Pillen. Huge Rock Tour. Rock Hibbick. Ach, lol. Komm, wir brauchen noch 5 Pillen. Cocktails. Oh ja, Cocktail wäre jetzt richtig geil. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug zum Rumbasteln. Und ein Kühlschrank, der wahrscheinlich leer ist. Was haben wir hier noch? Leeres Bad. Komm, ich brauche noch 5 Pillen. 5 verdammte Pillen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Schüler. Comics, die du immer liest. Guten Teilchen. Was haben wir hier? Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat es vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Ah, okay. So, einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überleben. Ich musste zusehen aufhalten, damit sie nicht wieder dorthin reinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich, sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll.
Am liebsten würde ich aufgeben. Es war so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können das schaffen. Ich muss stark bleiben für sie. Ich. Also haben sie es doch weiter geschafft. Kurz nachladen wenigstens. Als ich die dann wirklich brauche. Nein, nicht die. Die. Zack. So. Fünf verdammte Pillen. Oh, hier geht's ja noch höher. Ha, coole Bosse. Ein Safe wieder. Na, da müssen wir doch wohl ein wenig genauer uns umschauen. Wenn dort eine Kombination ist, müsste doch hier eigentlich die Kombination auch liegen, oder? Streichhölzer. 8, 21, 36. Perfekt. Oh ja, die nehme ich mit. Sehr gut, haben wir wieder zwei. Haben wir noch ein bisschen ein paar Lumpen und jetzt gehen wir schön zum Safe. Gucken, was da Schönes wieder drin gibt. Pillen, das. Oh, yes. Maximale Gesundheit. Sehr schön. Überleg, ob ich zu Dings zurückgehe, schnell zur Werkbank. Weil wir haben wieder 50 und das dauert eh wieder eine Weile, ehe wir aufrüsten können. Hey, Sam! Was machen die? Okay, dann nicht. Ach, Darts. Es geht nur schnell zur Werkbank. Und nutze Lene mal die. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Die Schrotflinte kann ich zu Ende machen. Hier haben wir erstmal sowieso erstmal weit. Die könnte man nur machen, ja, aber. Die ist fertig. Ich möchte erstmal die Schrotflinte fertig machen. Gut. Nachladetempo. So. Ja, das ist gut. Das passt erstmal. So, weiter geht's. Da war mal gewesen. Also als nächstes jetzt hier. Ne, hier war im Ohr drin gewesen. Was gibt's hier noch? Ziegelstein oder was? Ja. Noch ein Ziegelstein. Ja, und jetzt? Ja, sieht ganz so aus. Hier sollen wir sie finden. Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Wenn er noch lebt. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Waren wir hier drüben schon drin gewesen? Hier liegt nichts. Oh, hier oben waren wir noch nicht drin, oder? Doch, da waren wir zuerst drin. Was ist das? Also. Oh. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis gekauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Hm, ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Oh Mann, Ellie. Du bist in einer echt schrecklichen Zeit aufgewachsen. Okay, euer Detri-Gerede macht mich fertig. Witzebuchzeit. Was ist das? Oh Hab Gott. Hab nur Geduld. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was sagt die grüne Traube zur roten Traube?
Atme, du Idiot. Das ist dämlich.